Hey Leute, willkommen zurück zur nächsten Folge Dragon Age Origins. Und in dieser Folge werden wir dieses dem Tode geweihte Dorf noch ein bisschen unterstützen, ein paar der Nebenquests hier machen. Weil ihr wisst, es ist ein RPG, in RPG braucht man XP und die macht man am besten mit Nebenquests. Ein paar haben wir hier schon, denn es ist die Verderbnis in Lotherwing. Wir müssen die Banditen holen. So. Und das Gute ist, ich weiß, wo die Banditen sind. Ja, ich weiß, Mama, bla bla bla. Also, reden wir mal kurz über eure Mutter. Oh ja. Ich würde lieber über eure Mutter reden. Da gibt es nichts zu reden. Außerdem ist eure Mutter doch eine böse Hexe, die mitten im Wald lebt. Das ist viel interessanter. Ist es? Für euch vielleicht. Aber ihr findet sicher auch den Moosbewuchs auf Steinen interessant. Wisst ihr, was noch viel interessanter ist? Abtrünnige. Magier außerhalb des Turms. Das ist gegen das Gesetz, wisst ihr? Habt ihr das in irgendeinem Buch gelesen? Hoffentlich waren die kleinen Buchstaben nicht zu anstrengend für euch. Wir müssen uns aber auch nicht über eure Mutter unterhalten. Ist mir auch recht. So, was haben wir hier noch? Davon sind auch noch Quests, aber wir gehen jetzt erstmal. Taren Logan ist also der neue Regent. Das ist doch gut, oder? Ich habe gehört, er könnte etwas mit dem Tod des Königs zu tun haben. Aber ich dachte... Mal kurz gucken, was die Axt kann. Ja, die ist genauso hier. Wohl 27. Was macht denn dein Schwert so? 77, na gut. Die dunkle Brut hätte den König getötet. Das ergibt überhaupt keinen Sinn. Ist vermutlich nur politischer Unsinn. Klatschmaul, ja, die werden jetzt eine Menge Zeugs von sich geben. So, so, oh. Wen haben wir denn hier, Männer? Ich würde sagen, wir sind gesegnet. Oh, oh, Loghains Männer. Das verheißt nichts Gutes. Haben wir nicht den ganzen Morgen damit verbracht, nach einem Burschen zu suchen, der genauso aussieht? Und haben nicht alle gesagt, sie hätten niemanden gesehen, auf den die Beschreibung passt? Es scheint, als hätte man uns belogen. Meine Herren, es besteht doch sicherlich kein Grund für Streitigkeiten. Das hier sind ohne Zweifel nur ein paar weitere arme Seelen auf der Suche nach Schutz. Sie sind mehr als das. Jetzt geht uns aus dem Weg, Schwester. Wenn ihr diese Verräter beschützt, droht euch dieselbe Strafe wie ihnen. Wie kommt ihr darauf, dass sie Verräter sind? Taren Logan behauptet, die Grauen Wächter hätten unseren König verraten. Wusstet ihr das nicht? Genug geredet. Nehmt den Wächtern Gewahrsam. Tötet die Schwester und jeden, der euch in die Quere kommt. Ja, bringen wir es hinter uns. Okay. Sind die vier. Ich werde es tun. Schlagt sie zurück! Seid lieber vorsichtig! Zurück! Zeig keine Gnade! Nein, ich zeige keine Gnade. Schon gut, ihr habt gewonnen. Wir ergeben uns. Gut, sie haben ihre Lektion gelernt und wir alle können aufhören zu kämpfen. Ich will aber nicht, dass die Logen Bericht erstatten können. Bitte nicht! Wartet! Sie haben sich ergeben. Sie sind keine Gegner für euch. Verschont sie. Überbringt Logan eine Nachricht. Was sollen wir ihm sagen? Er wird für seine Taten bezahlen. Wir werden ihn zur Rechenschaft ziehen. Ich werde es ihm sagen. Auf der Stelle. Jetzt. Ich danke euch. Verzeiht meine Einmischung. Aber ich konnte einfach nicht tatenlos daneben sitzen. Schon gut, es war mir ein Vergnügen, euer Leben zu retten. Mein Leben? Ich versichere euch, dass ich mich selbst zur Wehr setzen kann. Ja, ich hab's gemerkt. Wo lernt eine Schwester so zu kämpfen? Ich wurde nicht in der Kirche geboren. Viele von uns hatten vorher durchaus farbenfrohe Lebensgeschichten. Gestatte, dass ich mich vorstelle? Ich bin Liliana, eine der Laienschwestern der Kirche hier in Lothering. Das heißt, ich war es. Ich bin Jan, ich bin erfreut, dich kennenzulernen. Die Männer sagten, ihr seid ein grauer Wächter. Dann werdet ihr also die dunkle Brut bekämpfen, richtig? Das machen graue Wächter doch. Nach dem, was geschehen ist, braucht ihr sicher jede Hilfe, die ihr kriegen könnt. Deshalb komme ich mit euch. Und warum wollt ihr euch unbedingt mir anschließen? Der Erbauer hat es mir gesagt. Okay. Könnt ihr das, naja, etwas näher ausführen?
Ich weiß, dass das völlig verrückt klingt, aber es ist wahr. Ich hatte einen Traum, eine Vision. Noch mehr Verrückte? Haben wir davon nicht schon genügend? Seht euch die Leute hier an. Sie sind verloren und verzweifelt. Die Finsternis, das Chaos, es wird sich ausbreiten. Und das will der Erbauer nicht. Was ihr tut, wozu ihr berufen seid, ist das Werk des Erbauers. Lasst mich dabei helfen. Also gut, ich werde Hilfe nicht zurückweisen, wenn sie mir angeboten wird. Vielleicht ist euer Schädel doch schwerer beschädigt worden, als Mutter dachte. Hey, seid nicht so nett. Danke. Ich weiß diese Chance wirklich zu schätzen. Ich werde euch nicht enttäuschen. Ich weiß. Du doch nicht. So, Mojito, mein Guter, du musst dich jetzt mal zur Ruhe betten. Ich nehme nämlich Liliana mit. So. Aus. Liliana werde ich selber den Stufenaufstieg machen, weil sonst lernt sie nicht die Fähigkeit, die ich von ihr brauche. Sie bekommt jetzt aber noch... Aber natürlich bekommt sie das hier. Und sie bekommt von mir die Armbrust. Sie wird nämlich eine Fernkämpferin. Und ich gebe ihr auch... Oh, das sind beste, die sind schlechter als die, die sie anhat. Ein bisschen bessere Kleidung. Ein Töngötze, was hat sie da? Klugheit, ja, das kriegt sie, das darf sie behalten. Sie darf klug sein, sie kommt dafür nicht auf den Scheiterhaufen. So, da ist noch eine Quest. Jetzt gucke ich mich hier erstmal ein bisschen um. Da ist eine Truhe und das ist Liliana. Was auch immer ihr wünscht. Es ist doch schon so viel besser. Aber dann muss ich halt dranbleiben, dass sie dieses Schlossknacken auch richtig lernt. So, du bist... Wollt ihr weiteren Ärger machen? Viel mehr verkraften wir in Lothering jetzt nicht. Das ganze Chaos taten mir, das tut mir schon leid. Sie waren selbst schuld daran und sie haben ohnehin genug Ärger gemacht. Aber ich wäre euch dankbar, wenn ihr es dabei belassen könntet. Also gut, mein Name ist Denal. Leider fehlt mir die Zeit zum Plaudern. Wie ihr seht, haben wir ein volles Haus. Habt ihr irgendwelche Gerüchte gehört? Man sagt, der Zwergenkönig sei gestorben. So alt wie er war, wurde er vielleicht vergiftet oder ermordet. So treten Zwerge doch normalerweise ab, oder? Jetzt können, kann ich sonst noch etwas hören? Ja, jetzt kann ich mir eine tausend Sachen von ihm anhören, dass gerade in der Welt losgeht. Habt ihr noch weitere Gerüchte gehört? Eins mache ich noch. Aus Denarim heißt es, Taryn Logan wurde zum neuen Regenten ernannt. Wenig überraschend, wenn man bedenkt, dass seine Tochter die Königin ist. Kann ich sonst noch etwas für euch tun? Na gut, eins noch. Dem Erbauer sei Dank, dass wir Taryn Logan in Ostagar nicht verloren haben. Es heißt, er habe seine Truppen rechtzeitig zurückgezogen. Ohne ihn wären wir verloren. Kann ich sonst noch etwas für euch tun? Ich muss gehen. Viel Glück auf eurem Weg. So... Was mit dir, Balin? Wenn ihr wegen Lebensmitteln hier seid, wendet euch an den verdammten Wicht bei der Kirche. Ich verkaufe andere Waren. Zeigt mir, was ihr anzubieten habt. Dich brauche ich nicht mehr, dich brauche ich nicht mehr, dich brauche ich nicht mehr. Dich behalte ich mal, du kannst weg. Verringert Feindseligkeit, das ist aber nett. Aber ansonsten hat der jetzt auch hier nichts. Oh, diese Seemannsarmbrust. 26 Stärke, okay. Achso, bevor ich es vergesse. Bogenschütze und Fernkampf. So. Wenn ihr wegen Lebensmitteln hier seid, wendet euch an den verdammten Wicht bei der Kirche. Ich verkaufe andere Waren. Wo in Lothering kann ich gut bezahlte Arbeit finden? Werft einen Blick auf die Anschlagtafel des Kantors bei der Kirche. Dort findet ihr gute Aufträge. Ich nehme nicht an, dass ihr euch mit Giften auskennt. Nee. Oder? Ich weiß es gar nicht. Lebt wohl. Das ist so eine komische Nebenquest, die mag ich nicht.
Betrachtet es als erledigt. Stell doch keine anderen Sachen für den Knilch her. Hast du dich gestern mit diesem Ritter unterhalten? Nehmen wir hier Allison. Seid gegrüßt, Fremder. Ist auch wieder so ein Auftrag, den mag ich auch nicht. Nehme nicht an, dass ihr Nein, ich kann euch nicht helfen. Ich wollte euch nicht belästigen. Das hast du auch nicht, aber... Es heißt, eure Mutter sei Flemeth, eine Hexe aus der Corkery-Wildnis. Es heißt auch, wer sich die Füße im Winter wäscht, bekommt eine Erkältung. Obgleich wir alle wissen, dass dem nicht so ist. Aber manchmal stimmt es auch. Wie etwa in diesem Fall. Kennt ihr die Geschichten über... Natürlich. Denkt ihr, meine Mutter lässt mich gehen, ohne mir sämtliche Schwänke ihrer Jugend zu erzählen? Meine Mutter hat mir auch Geschichten erzählt. Sie hat als einzige meine Vorliebe für alte Sagen und Legenden gefördert. Oh. Die Geschichten meiner Mutter ließen mir das Blut stocken und bereiteten mir Albträume. Kein kleines Mädchen will hören, wie ihre Mutter Wilde mit ins Bett nahm. Sie benutzte, bis sie nicht mehr konnten, und sie dann tötete. Und kein kleines Mädchen will hören, dass das auch von ihr verlangt wird, sobald sie im richtigen Alter ist. Ich verstehe. Nein, tut ihr nicht. Wirklich nicht. Buhu. Habt ihr euch schon um ein Bett für die Nacht gekümmert? Der hat Corona. Eigentlich hatte ich eher gehofft, ich könnte euch helfen. Ich habe im Moment keine Verwendung für Schwerter. Wir brauchen Betten, Lebensmittel und ein Ende all dieser traurigen Geschehnisse. Ihr kennt euch nicht zufällig mit Elixieren, Arznei oder Kräutern aus, oder? Ich nicht, aber ich hätte jemanden, der sich auskennt. Dann könntet ihr uns vielleicht einen großen Dienst erweisen. Hier kommen die verschiedensten Reisenden durch und viele von ihnen sind verletzt oder krank. Wir geben unser Bestes, aber uns sind die Vorräte ausgegangen. In den Wäldern im Norden gibt es Arzneikräuter. Wenn ihr ein paar Umschläge für uns herstellt, versuche ich, eine Bezahlung für euch zusammenzubringen. Ich schreibe euch hier alles auf, was ihr wissen müsst. So. Hattet ihr in den Wäldern Erfolg? Ich habe genug das war nicht nötig hier. Nimm einige von meinen Umschlägen. Sie werden vielen Leuten helfen. Ich danke euch für diese gute Tat. Ja, kein Problem, kein Problem. Wie könnt ihr es wagen, mich des Diebstahls zu bezichtigen? Ich habe gesehen, wie ihr Vorräte von meinem Karren genommen habt. Die vielen Wiesen haben eure Augen geschwächt. Ein Chasing würde sich niemals zu einem Diebstahl herablassen. Ihr Leute aus den Marschen seid doch alle Diebe und Lügner. Das reicht. Die Leute hier sind ohnehin schon verzweifelt und verängstigt. Sie brauchen nicht auch noch eine Prügelei zwischen euch beiden. Aber was ist mit meinen Vorräten? Ich sagte, es reicht. Merat Astarit, Merat Edvasit Aban Akun. Maras Shokra Anan Esam Kun. Ihr gehört nicht zu denjenigen, die mich gefangen genommen haben. Ich werde euch nicht mehr Unterhaltung bieten als den anderen Menschen. Lasst mich in Frieden. Was seid ihr? Ein Gefangener. Okay, cool. Ich bin in einem Käfig. Oder etwa nicht. Eingesperrt wurde ich von der Kirche. Die ehrwürdige Mutter sagte, er habe eine ganze Familie erschlagen. Selbst die Kinder. Es ist so, wie sie sagt. Ich bin Sten de Beresat, der Vorhut des Volkes der Kunari. Ich bin Jan und ich freue mich, euch kennenzulernen. Ihr verspottet mich. Oder ihr zeigt Manieren, die ich in euren Ländern nicht erwartet hätte. Aber das ist jetzt auch unwichtig. Ich werde schon bald sterben. Diese stolze und mächtige Kreatur soll der dunklen Brut zum Fraß vorgeworfen werden. Selbst wenn ihr keine Verwendung für ihn habt, schlage ich vor, dass wir nehmen ihn mit. Wir nehmen ihn mit. Keine Sorge, wir nehmen ihn mit. Barmherzigkeit? Das hätte ich nicht von euch erwartet. Ich schlage außerdem vor, dass Alistair seinen Platz im Käfig einnimmt. Das wiederum hatte ich erwartet. Ich schlage vor, ihr überlasst mich meinem Schicksal. Ich könnte ein wenig Hilfe gebrauchen. Zweifellos. Welche Art Hilfe sucht ihr? Ich habe geschworen, das Land gegen die Verderbnis zu verteidigen. Die Verderbnis?
Dann seid ihr ein grauer Wächter. Ja, das bin ich. Überraschend. Mein Volk kennt die Legenden über die Stärke und Fähigkeiten der grauen Wächter. Aber vermutlich sind nicht alle Legenden wahr. Würde die ehrwürdige Mutter euch freilassen? Vielleicht, wenn ihr ihr sagt, dass die grauen Wächter meine Hilfe benötigen. Dabei könnte ich ebenso schnell den Tod finden wie ihr. Ich werde euch vorerst verlassen. Dann lebt wohl. Damit er hier verhungert oder von der dunklen Brut geholt wird? Niemand verdient dieses Schicksal, nicht einmal ein Mörder. Und genau deswegen brauchen wir erst Leliana. Denn jetzt gehen wir zu der ehrwürdigen Mutter, die da in der Kirche sitzt. Ihr seid sehr schön, Morrigan. Oh. Erzählt mir etwas, das ich nicht bereits weiß. Aber ihr tragt immer diese Lumpen. Andererseits passt das zu euch. Hier ein Riss, da ein Riss. Etwas Haut zeigen. Ich verstehe schon. Euch ist schon klar, dass ich im Wald gelebt habe. Vielleicht stecken wir euch eines Tages in ein hübsches Kleid. Aus Seide? Nein, eher Samt. Samt ist schwerer und schützt besser vor der Kälte in Ferelden. Dunkelroter Samt. Ja, mit Goldstickereien. Tief ausgeschnitten. Wir wollen ja nichts verstecken. Starrt mir nicht so auf die Brüste. Das ist mir unangenehm. Gefiele euch das nicht? Und dann müssen wir natürlich euer Haar hochstecken, damit man euren wunderbaren Nacken sehen kann. Ihr seid verrückt. Da lasse ich mich ja lieber von Alistair einkleiden. Das wird lustig, ganz bestimmt. Und Schuhe kaufen wir auch. Oh, ich liebe diese Schuhe. Wir könnten zusammen einkaufen gehen. Diese random Dialoge, die sie da manchmal einfach so reinwerfen. So, ehrwürdige Mutter. Guten Tag, Schwester Leliana. Ich bin überrascht, dass ihr noch in Lothering seid. Ich freue mich auch, euch zu sehen, Hochwürden. Ich glaube nicht, dass ich eure Begleitung schon kenne. Seid gegrüßt. Möchtet ihr der Kirche natürlich etwas nicht. Nie zuvor war unsere Not größer. Ich wollte eine Spende für die Kirche. Macht ihr Witze? Mit einem Bruchteil dessen, was eure Aufmachung kostet, könnte man viele Leute ernähren und einkleiden. Aber ihr müsst tun, was euch euer Herz befiehlt. Mhm. Was kann ich also für euch tun? Ich wollte mit euch über Stan, den eingesperrten Kunari, sprechen. Es wäre möglicherweise gütiger gewesen, ihn hinzurichten, aber ich lege sein Schicksal in die Hände des Erbauers. Warum interessiert ihr euch für ihn? Naja, ich will, dass er freigelassen wird. Ich hätte Verwendung für ihn. Dann könnten seine nächsten Opfer euch und mich zu ihren Mördern zählen. Ich hatte mir überlegt, dass ihr ihn vielleicht freilassen unter die Aufsicht meines Volkes, unter meine Aufsicht stellen könnte, nicht meines Volkes. Und was haltet ihr davon, Leliana? Ihr kennt euren Gefährten besser als ich. Es sind ungewöhnliche Zeiten, Hochwürden. Bei uns könnte der Kunari etwas Gutes tun. Dessen bin ich mir sogar sicher. Wäre die Lage nicht so verzweifelt. Gut, ich vertraue euch. Hier sind die Schlüssel zu seinem Käfig. Der Erbauer wache über euch. Danke, Hochwürden. Wir werden euer Vertrauen nicht enttäuschen. Natürlich nicht. Wir sind Helden. So, dann gehen wir ihn mal befreien. Mitnehmen werde ich ihn jetzt nicht. Er ist ein guter Tank, aber ich mag meine Gruppe eigentlich so, wie sie gerade ist. Und plane da noch nichts. Mutter, ja, deine du? Mutter ist irgendwo tot. Würdet ihr mir etwas verraten, Morrigan? Habt ihr euer ganzes Leben in diesem Wald verbracht? Hin und wieder ging ich fort, kam aber immer wieder zurück. Warum? Ist das so ungewöhnlich? Es war mein Zuhause. Und ihr habt da allein mit eurer Mutter gelebt? Sonst war niemand da? Mutter hatte von Zeit zu Zeit Besuch. Was? Besuch? Will ich das überhaupt genauer wissen? Nein, ganz sicher nicht. Möchtet ihr sonst noch etwas? Ich habe den Schlüssel zu eurem Käfig.
Ich hätte nicht erwartet, dass die Priesterin sich davon trennen würde. Sie hat eingewilligt, euch freizulassen und unter meine Aufsicht zu stellen. So soll es sein. Lasst mich frei. Und ich werde euch in den Kampf gegen die dunkle Brut folgen. Wie genau könnt ihr mir helfen? Ich habe mein Leben im Kampf verbracht. Ich kenne den Krieg. Und eure Länder brauchen jede Hilfe, die sie bekommen können. Okay, ich lasse euch frei. Es ist also geschehen. Ich werde euch in die Schlacht folgen. Auf diese Weise werde ich Buße tun. Danke, Stan. Ich freue mich, euch bei mir zu haben. Können wir gehen? Ich möchte diesen Ort verlassen. Nee, ich werde hier erst noch ein paar Quests machen und die Gruppe bleibt erstmal so. So. Jetzt kümmere ich mich aber auch mal um diese Quests. Sehr schön. Da sind... Ihr seid meiner Magie nicht gewachsen. Wilde Mabari. Ah ne, das sind die... Die Räuber. Bam. Verschwinde! Kommst du mir nicht davon? So, und jetzt geht's. Nein. Doch. Blutvergießen lässt sich kein Ruhm erringen. Ist Gewalt doch eine Lösung. Zumindest manchmal. Richtig, manchmal hier in solchen Spielen ist Gewalt eine Lösung. Wirklich gut gemacht. Das haben wir richtig gut gemacht. Das war aber erst die erste Räubergruppe, da kommen noch welche. Keiner von denen droppt Loot. Das ist totaler Scheiß. Ich will Loot. Ein sehenswerter Baum. Oh mein Gott, den muss ich mir angucken. Er ist sehenswert. Vorsicht! Feinde! Nein, erst die Feinde. Na gut. Gut, machen wir uns die Hände schmutzig. Komm. Na gut, dann halt er zuerst. Moment, nein, er zuerst. Ich kann mich nicht entscheiden, wen ich zuerst rausnehmen soll. Du kriegst mal einen Wundumschlag. Und weiter geht's. Hier gibt's nochmal einen Schildschlag. So, aber auch hier ist jetzt kein Loot zu finden. Das ist ja... blöd. Noch Todeswurzel. Und dann gucken wir uns den sehenswerten Baum an. Ich werde es tun. Eine beeindruckende Sehenswertigkeit, die jedoch... Das war zu schnell. Die jedoch ansonsten im Moment nicht weiter bemerkenswert ist. Jetzt werden wir noch die Spinnen angreifen. Wird erledigt. Betrachtet es als erledigt. Weg mit diesen Riesenspinnen. Verdammt! Ordnung! Los, beenden wir es! Der Ruhm ist unser! Mann, Alistair, du verlierst aber dein Leben relativ schnell. Das reicht! Durch Blutvergießen lässt sich kein Ruhm erringen! Jetzt ist es Zeit zu kämpfen! Das! Ich werde es tun. Ja, die haben... Die droppen sonst nichts außer den Giftextrakt. So, sonst irgendwas hier? Nein. Aber die Spinnen mussten auch dran glauben. Wir können da nicht einfach Riesenspinnen hier rumlaufen lassen. Kommen wir denn dahin?
Betrachtet es als erledigt. Jo. Jetzt gehen wir zur letzten Räubergruppe. Wenn du mir in die Quere kommst, bezahlst du dafür. Mit deinem Leben. Wir müssen uns einen Vorteil verschaffen. Da ist der Räuberhauptmann. Den müssen wir niederknüppeln. Bam. Immer weiter. Du wolltest es so. Ihr meint. Seid lieber vorsichtig. Jetzt findest du dein Ende. So, der letzte jetzt hier noch. Und sehr gut. Das haben wir wirklich gut gemacht. Du hast recht, Alistair. Das haben wir wirklich gut gemacht. Sehr schön. Kleiner Schild, der bringt nichts. Öffne diese Truhe. Eine Nietensätze, die daraus. Toll. Die ist doch nichts wert. Das sah schon besser aus. So, guck mal, wir haben ja gut ein weiteres Großschwert, aber eine Kunari-Haube. Sie bringt mir mehr. Schwere Ketten. Rüstungshandschuhe. Kettenrüstungsstiefel. Eine schwere Kettenrüstung. Jetzt sehe ich doch schon ultra gut aus. So, Alistair, komm, kriegst auch eine Haube. Was hast du schon? Ja. Auch dein Schild hier ist besser als der, naja, definitiv. Morrigan. Bessere Stiefel. Könnte ich ihr anziehen, aber ich will, dass sie die Magierrobe hält. Und Liliana. So. Jetzt können wir erstmal zurücklaufen und geben die Quest ab. Wird erledigt. Und sobald wir die Quest abgegeben haben, droppen neue Quests. Dort sind aber auch nur noch zwei, glaube ich. Und danach sind wir auch mit Lausowing schon fertig. Haben zwei neue Begleiter geholt. Einer davon ist die wunderbare Liliana, die man auch in 3 wiedersehen wird. Genauso wie Morrigan. Ja, kleiner Junge. Der Weg der Rechtschaffenheit ist steinig, doch der Erbauer lächelt auf alle herab, die ihn beschreiten. Sehr gut. Bären töten und ein letztes Andenken von ein paar Wölfen holen. Kriegen wir auch noch hin. Mir ist kalt, mir gefällt es hier nicht. Hey, du nervst. Hast du meine Mutter gesehen? Ich weiß nicht genau, wer ist denn deine Mutter? Sie ist wirklich groß. Und hat rote Haare. Wir leben alle auf einem großen Bauernhof. Böse Männer mit Schwertern sind zu uns gekommen. Und meine Mutter hat gesagt, ich soll so schnell ich kann ins Dorf rennen. Und das habe ich gemacht. Sie sagte, sie ist direkt hinter mir. Aber ich habe gewartet und gewartet. Ich kann sie einfach nicht sehen. Weißt du, wo dein Vater ist? Er ist gestern mit William zu unseren Nachbarn gegangen, aber er kam nicht zurück. Komm mit, ich helfe dir, deine Mutter zu finden. Mutter hat gesagt, ich darf mit niemandem mitgehen. Schlauer Junge. Ich soll hier im Dorf auf sie warten. Geh am besten zur Kirche, Kind, da wird man sich um dich kümmern. Das werde ich, aber nur, wenn ich meine Mutter nicht finden kann. Du bist wirklich ein freundlicher Mann, wie mein Vater. Ich sollte jetzt meine Mutter suchen. Ja, aber im Gegensatz zu deinem Vater lebe ich noch. Tja, ich gewinne. Haha, voll das kleine Kind genatzt. So, wo sind die Wölfe? Die Bären müssten hinten rechts sein bei dem Baum. Und die Wölfe hier vorne irgendwo. Na da. Da sind sie doch schon. Was geht, kleine Wölfe?
Das sind viele Wölfe. Wölfe sind immer so Gegner. Dem möchte ich am liebsten nichts tun. Ich mag Wölfe. Wölfe sind toll. Richtig tolle Tiere. Aber ich muss mich jetzt hier verteidigen. Ey, wollt ihr nicht alle mal irgendwas zum Looten raushauen? Eure Felle oder so? Das ist ja dreist. Der Leichnam einer rothaarigen Frau. Ach, du hast die Leiche der Mutter des Jungen gefunden und die Andenken an dich genommen. Ja. Dachte ich mir. Also ich wusste es natürlich. So, Bär, komm her. Ja, das sind sie doch. Schwarzbären, drei Stück. Bam. Ich kann mit meinem Schild so hart zuschlagen, dass ich einen Schwarzbären zu Boden bekomme. Aber dann kommt sein Schwarzbär-Freund und macht das gleiche mit mir. Betrachtet es als erledigt. Krasser Finishing-Move hier. So, ja. Kehre zum Kantor zurück und bringe das Andenken zurück zur Kirche in Lothering. Okay. Sieht auch schon ein bisschen trostlos aus hier. Und das wird sogar noch schlimmer. Sobald die dunkle Brut hier rüber geht und sagt, hey, das ist aber ein hässlicher Ort, komm, wir machen ihn kaputt. So. Der Weg der Rechtschaffenheit ist steinig. Ja, ja, ja. Doch der Erbauer lächelt auf alle herab, die ihn beschreiten. Und die Sterne standen still, die Winde beruhigten sich und alle Tiere der Erde und des Himmels hielten den Atem an. Alles verstummte im Gebet und in Dankbarkeit. Okay. Hab ich jetzt alles weg? Ja. Als nächstes machen wir dann der Aal von Redcliffe. Dann werden wir aber nicht mehr heute machen. Wir haben jetzt hier alles durch. Ich werde noch... Oh, hier ist doch schön. So, wir sind fertig für heute. Wir haben zwei neue Begleiter. Wir machen beim nächsten Mal weiter. Da verlassen wir Lothering und ziehen dann mal Richtung der Heimatstadt von Al-Imen. Und werden da weitere Abenteuer erleben. Ich werde noch kurz den Aufstieg bei mir machen. Stärke, Konstitution. Ein Talent, Level 8, Level 8. Zwei Waffen spiele ich nicht. Der Charakter schlägt schnell dreimal hintereinander mit seinem Schildzug verursacht. Mit den beiden ersten Schlägen normalen Schaden. Beim dritten Mal haut er besser zu. Sehr schön. So. Na dann. Vielen Dank fürs Einschalten. Ich hoffe, ihr habt noch einen schönen Tag. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht es gut.